Los mit The Legend of Zelda Link's Awakening. Heute mal wieder ganz frisch. Und mal sehen. Ich werde mal sehen, wie es weitergeht. Also das Gute ist, ich kann hier ganz normal weitermachen, wo ich zuletzt aufgehört habe, weil ich das gar nicht beendet habe. Genau. Ich würde nämlich jetzt erstmal den Hund zurückbringen. Genau. Achso. Ich wollte mal ausprobieren. Tatsächlich, ja. Ich kann... Krass. Ich kann Steine hochheben und kaputt machen. Das finde ich so krass. Da scheint auch noch was drin gewesen zu sein. Was? Von dieser Seite kannst du es. Kannst du nicht lesen. Das erinnert mich an Pokémon Go. Talhöhle, ja. Okay, das haben wir schon. Auch hier ist ein Stein. Och Mann! Wozu ist der Stein da, wenn man dann nicht vorbeilaufen kann? Oh Mann. Schlimm. Schlimm mit mir. Okay. So, also, wir wollen wieder durch den Wald laufen. Und der Hund hilft uns ein wenig dabei. Nice. Ah. Genau, ich kann hier reingehen. Das mache ich jetzt mal. Aber ich glaube, der Hund geht nicht mit. Ah, okay. Ich verstehe. Damit kann ich noch nichts machen, nein. Da ist... Da die Schlucht zwei Schritte sind, sage ich jetzt mal, kann ich jetzt nicht hier einfach rüberspringen. Ich brauche entweder einen Enterhaken, soweit ich weiß, oder ich muss irgendwie Anlauf nehmen vorm Springen. Das kann ich noch nicht. Okay, da muss ich später hin. Genau da an der Stelle. Bin mir nicht sicher, welche ich nehme. Oh, vielleicht das da. Genau. So. Aha. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich habe gedacht so, ha ja, gut, jeden Stein hochheben wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. Ach, graben soll ich auch noch. So, was kann man hier machen? Ich kann hier auf jeden Fall mal Licht ins Dunkle bringen. Kleiner Teufel. Wer stört mich? Da wieder beim Schlafen. Du? Na toll. Vielen Dank auch. Findest du es? Finde ich echt nett? Na, warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Ja. Hey, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir herumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. Okay. Interessante Sache. Ah, die kann man auch hochheben und kaputt machen. Okay. Ja, vielleicht ist ja hier drunter irgendwas versteckt. Ja, leider nicht, okay. Nee, sonst sehe ich hier nichts. Was ist mit diesen Statuen? Kann man mit denen irgendwas machen? Nee, okay. Dann war es das an der Stelle. Schön, gut zu wissen. Graben, so. Ja, ich weiß halt nicht immer, wo du eigentlich hier ausschlägst. Okay.
Hier, die Elfe kann mir mal helfen. Damit wir das auch mal gesehen haben. Ach so, dann ist er aber weg, oder wie? Für immer? Wir brauchen Geld, jede Menge Geld. Okay. Ach, die da verlaufen hier. Naja, also da war nichts mehr. Hundi, beschütz mich doch mal. Ist ja schlimm. Ach so, hochheben kann man ja die Dinger auch noch. Die Pflanzen, meine ich. So, und hier ist noch ein Baumstumpf, da will ich noch mal rein. Oh, ich wollte nicht wieder raus. Moment, hochheben? Nein. Ach Mann. Ich bin heute irgendwie zu doof zum Laufen. Blöde Zubatz. Ja, okay. Nee, ja. Vielleicht. Also ich kann ja jetzt die Totenschädel wegmachen. Also eventuell komme ich dran, wenn ich es richtig anstelle. Bin mir aber immer noch ein bisschen unschlüssig. Ja, aber jetzt komme ich dran. Ohne Probleme. Gucken, ob ich auch wieder rauskomme. Aber ansonsten gehe ich auf der anderen Seite raus. Theoretisch. Nö, okay. Nö, dann gehe ich halt hier unten raus. Kein Problem. Aber dann ist das auch erledigt. Sehr schön. Dann gibt es da in der Theorie nichts zu tun. Tja, da ist jetzt halt reingefallen. Achso, auf der Seite geht es aber auch nicht weiter. Aber jetzt kann ich ja nochmal reingehen, um wieder zurückzulaufen. Das geht auch. Das kann man natürlich auch machen. Nur hier habe ich mich auch schon ein paar Mal verzettelt. So wie jetzt. So, okay, nochmal. Das war, glaube ich, schon wieder falsch. Es gibt echt nur eine Lösung für bei dieser Verschiebung. Okay. Wenn ich das dahin mache, das dahin. Ja, so. Ich habe es ein bisschen komplizierter gemacht, als man. Also man hätte es auch leichter machen können, aber. Ja. Egal, ich bin wenigstens durch. Das ist wichtiger. Das ist wichtiger. Das Wichtigste. Ups. Hundi war zu schwer. Hätte ich jetzt gesagt.
viel zu lange da rumgestanden, genau. Mach doch die Schädel kaputt. Hab ich doch. Hab ich doch schon mal gemacht. Ja, das war das mit den Bodenplatten, genau. So. Hier war ich aber, glaube ich, schon. Ja, genau, jetzt wollte ich hier lang. Ah, hier wollte ich hin. Da ist nämlich noch eine Truhe. Eine Muschel, eine Zaubermuschel. So, jetzt sind wir aus dem Zauberwald wieder raus. Jetzt bringen wir den Hund mal zu seiner Besitzerin zurück. Die wohnt hier. Bin mal gespannt, was die sagt. Letztes Mal hat sie gesagt, ich soll mal mit ihm Gassi gehen. Merci, danke. Es war ja so süß von dir, dich um den kleinen Comet zu kümmern. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Schmatz. Nein. Ernsthaft? Das ist alles, was ich dafür kriege? Hm. Gut ist was anderes. Du hast einen Kuss von Madame Miau Miau erhalten. Jo. Hab's gemerkt, danke. Du Glückspilz. Ist nicht dein Ernst. So, ich mache jetzt hier alles kaputt. So. Als Strafe. Krieg ich jetzt Ärger dafür? Bonjour, mein kleiner Komet sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Okay, sie hat nichts davon gemerkt, dass ich die gerade alle kaputt gemacht habe. Na, süßer Comet. So. Dann gehen wir mal wieder zum Strand, hätte ich gesagt. Strand, Strand, Strand. Um da dann auch nochmal das neue Armband auszutesten. Gab es nämlich auch irgendwo was. Hier schon mal nicht. Mit den Dingern kann ich gar nichts machen, okay. Krebser. Ah, ist ja ganz okay. Ich weiß ja nicht, wie gern die einen ärgern. Dann das Äffchen, da gehen wir mal aus dem Weg. Ah, hier, genau, da war eine Truhe. Darum ging es mir. Deswegen wollte ich hier hin. In den Stein ist, im Stein ist als nie was drin irgendwie. Nur was drunter, ne? Eine Treppe. Okay, 50 Rubine. Wie viele habe ich jetzt? 243. Ja gut, dafür haben wir jetzt hier etwas freigeschaltet. Den Zwergenbucht. Okay, in der Zwergenbucht sind wir noch nicht gewesen.
Schauen wir mal. Hier oh. Jetzt überall Krüge rumstehen. Eine Muschel! Ah. Noch eine. Aber wir haben... Ich habe jetzt... Fünf? Vier. Vier habe ich jetzt. Oh. Wie gemein. Hier sind ja... Hier ist ja... im... Ich denke, ich bin sicher hier im Haus. Ah, Pustekuchen bin ich gar nicht. Oh, was ist das? Eine der Schranktüren hängt nicht mehr in ihren Angeln. Der Schrank wurde schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt. Also sieht das Haus auch aus. Also von daher. Gibt es hier noch irgendwas zum Angucken? Ah. Nee. Sonst gibt es hier nichts zum Angucken. Ziemlich kaputtes Haus hier. So, und hier sind drei Löcher. Das heißt, da kommt man nur rüber, wenn man einen Enterhaken hat. Okay. Ah, hier oben. Ah, ne, da oben komme ich nicht rein. Der Stein sieht merkwürdig aus. Oder allgemein sieht es da hinten irgendwie merkwürdig aus. Flippert alles so merkwürdig. Na gut, da geht's halt nicht weiter. Das macht ja nichts. Hätte ich mit dem Hund an den Strand gehen sollen, um vielleicht auch hier noch Muscheln zu finden. Kommt man nicht auch Muscheln von den Gegnern hier? Ups. Was war denn hier nochmal drin? Ach so, ja, da will Dosenfutter. Ich hab kein Dosenfutter. Das macht Spaß. Ah, wieder normal. Nee. Also, einfach so mal ein paar Muscheln hier einsammeln und so. Easy scheint das aber nicht zu sein. Aber mal gucken, habe ich hier noch irgendwas? Hier kann man auch noch mal gucken. Was hier abgeht. Muss ich eigentlich... Achso, da hätte ich auch rüberspringen können, ja. Ich laufe gerne Umwege. Da ist es, so eine Eichel. Die habe ich zum Beispiel letztes Mal nicht gefunden. Eine Schutzeichel. Reduziert den Schaden, ja, okay. Habe ich jetzt noch nie gehabt. Habe ich jetzt zum ersten Mal hier gefunden. Habe ich im Wurmpalast eigentlich etwas, wo ich noch nicht hingekommen bin? Vielleicht? Ich schaue mal auf die Karte. Ja, aber da brauche ich eine Bombe. Das weiß ich. Das habe ich im Kopf. Ansonsten war ich überall hier. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Nur mit der Bombe war ich da noch nicht. Ein Viertelherz, ja. Wie lange behält man das? Ah, jetzt ist vorbei. Tja.
Tja, okay. Ich hatte irgendwie mehr im Kopf, was ich hier machen könnte. So viel ist es dann wohl doch nicht. Okay. Hier ist so ein Apfelbaum, aber da kann ich auch nichts machen. So scheint es mir. Vielleicht gehe ich dann nochmal in diesen Brunnen rein. Was war denn das nochmal? Ist das Herz da drüben gelandet? Okay. Ach so. Ja. Eine Treppe. Wieder raus. Ja, okay. Also da gab es jetzt gar nichts. Darf ich den Hund nochmal Gassi nehmen? Wäre vielleicht ganz gut. Ja, der will nur... Ach so, da sind noch Krüge. Vielleicht ist ja was in dem Krug drin. Alles kaputt machen. Nö, da ist nichts drin. Und was ist, wenn ich ihn anrufe? Was sagt er dann? Tut, ja, hier ist Ulrira. Hast du bereits mit jedem auf der Insel gesprochen? Im Süden von Möwendorf beim Schicksalssacker lebt ein Mann namens Richard. Oder Richard. Warum besuchst du ihn nicht mal? Hm. Ich war hier drin. Da war aber keiner. Und hier? Soll ich nochmal mit ihm sprechen? Vielleicht. Glücksspiel. Wie teuer war denn das Glücksspiel? Mach nochmal alles kaputt hier. Um alles mitzunehmen, was es noch an Münzen gibt. Geld. Also, ja, Rubine halt. Farmen. Ich farme Geld. Ich mache einfach alles kaputt hier. Mann, kommt doch was zusammen, ey. Und noch ein Herzteil im Shop kaufen. Könnte ich auch. Soll ich das eher machen? Jetzt hier... Ich gucke jetzt nochmal, was kostet das denn? Am Glücksspiel teilzunehmen. 10 Rubine, ja komm, 10 Rubine. Wie funktioniert das? Mit den Knöpfen bewegst du den Kran. Der Rest ist Timing. Ah ja, die zwei Knöpfe, die ich da sehe, in lila, okay. Stell dich an die Knöpfe und viel Erfolg. Okay. Spielen. Vielleicht so. Ich darf jeden Knopf nur einmal bewegen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Und je nachdem, wie... Also man darf ihn ein einziges Mal drücken und dann... Okay. Ja. Ich probiere es nochmal. Was hätten wir denn gerne? Den Herzcontainer will ich. Oh, scheiße. Ich habe ein Schild. Oder auch nicht.
Okay. Einmal noch. Jetzt hole ich mir beides. Ah, scheiße. Jetzt ist das Ding auch noch umgefallen. Ja, toll. Ja, wie auf der Kirmes am Greifautomaten, ja. Nein, ich will jetzt nicht nochmal spielen. Ich will mal auch kurz was nachgucken. Jetzt sind die Sachen wieder zurückgestellt, richtig? Ja, okay. So, in den Shop wollen wir. Da ist der Shop. Herzteil. So. Du hast 4 Herzteile gesammelt. Schön. Nice. Ach so. Da gibt's doch Bomben. Da kann man doch Bomben kaufen. Das kostet nur 10 Rubine. Ja, her damit. Ja, ganz einfach. Bomben, ha ja? Ja Mensch, die brauche ich doch. So, wofür brauche ich die Bomben? Kann man damit auch diese komischen Steine, die so aussehen wie Blumen, kaputt machen? Ach so, Angeln. Wir hätten hier noch Angeln. Wie funktioniert denn das? Erst eine Runde Angeln, kostet 10. Ja. Mann, kostet das alles Geld hier. Fein. Halte A gedrückt und lasse los, um die Schnur auszuwerfen. Je länger du A gedrückt, desto weiter wird sie geworfen. Ah ja, wenn du zu weit wirfst, wirfst du wahrscheinlich über den See. Wurmpalast und Strand brauche ich die Bomben noch. Ja. Bewege den Köder. Also beim Wurmpalast habe ich es ja gesehen, ja. Bewege den Köder mit Hilfe des L und drücke A, wenn ein Fisch anbeißt, um die Schnur wieder einzuziehen. Okay. Willst du sie schnell einziehen, drücke A schnell mehrfach hintereinander. Okay. Okay, man kann vielleicht doch nicht drüber hinwegwerfen. Also A gedrückt. Loslassen. So. Ah, nicht nach oben. Na komm. Nur angestupst. So, jetzt. Ich drück. Yay, ich hab einen Fisch gefangen. Du hast einen kleinen Fisch angeangelt. Genau wie du ist er klein, aber voller Kampfgeist. Eine 30,55 cm Sprotte steckt der etwas größere Ziegel. Ein Fisch wie der ist, mal sehen, 13 Rubine wert. Nanu, hat der Fisch was im Maul? Nein! Du hast ein Herzteil erhalten. Ja, krass. Ja, ich möchte nochmal. Oh Gott. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht den Fisch, aber ja.
Oh, ja. Ah, oh, okay. Hab versucht, ein bisschen mit Taktik dran zu gehen. Immer wenn der Fisch relativ ruhig war, habe ich nur lang A gedrückt. Und wenn er rumgezappelt hat, sich also gewehrt hat, habe ich mit ganz, ganz schnell A drücken vorangedrückt. Was? Nur 28,1 cm. War der erste ja größer. 11 Rubine wert. Ja. Ich hätte gern diesen grünen da unten. Oh Gott, habe ich schon wieder weit geworfen. Hat er angestupst? Angestupst? Jetzt hat er ihn. Nein! Ah, verdammt! Der ist entwischt. Ja.